Ja, hallo Tuvik. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde weitermachen und dich zum als richtigen Moslem ausbilden. Entschuldige bitte mein äußerliches Erscheinungsbild. Ich bin hier gerade im Garten ein bisschen arbeiten, weißt du. Und ja, mein lieber Freund, du hast da geschrieben, dass ich lüge und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich lüge. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht lüge. Jeder, der mich kennt, hat, jeder, der immer Arbeiten gemacht hat, hat immer gesagt, ich mache nur Arbeiten, wenn der Angel dabei ist, weil ich oft nur darauf vertraue, wenn der Angel dabei ist. Ja? Ja? Mein lieber Freund. Um das mal klarzustellen. Ich hätte von Sozialamt gelebt oder von Amt gelebt oder so, hast du gesagt, ja, das stimmt, ich habe mal von Hilfe gelebt, das eine Zeit lang, das stimmt, ich denke mal so wie, ja, über die Hälfte in Deutschland, ja, weil du musst wissen, dass gerade Moslems, ja, du Heuchler, Moslems, die Hälfte der Moslems sind arbeitslos, ja, also wenn du mich kritisierst, weil ich ein paar Jahre arbeitslos war und von Arbeitslosenhilfe gelebt habe, was ja Gott sei Dank da ist, damit ich eben nicht auf der Straße bin und Menschen nicht auf der Straße bin, ja, und deine Landsmänner, ja, dafür ist es ja da. Und ihr zerstört gerade dieses Sozialsystem. Deswegen mache ich das Ganze hier. Nicht, weil ich den Islam hasse oder was, sondern genau deswegen, damit das Sozialsystem nicht am Arsch geht. Genau deswegen. Ja? Damit Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, weil sie zum Beispiel zu alt sind, mit 50 Jahren keine Arbeit mehr finden oder 55, ja? Zu alt nicht für mich, sondern im Bilde von den Arbeitgebern. Ja? Ich habe zum Beispiel viele Freunde, die haben hier in einem Restaurant gearbeitet, die wurden jetzt alle rausgeschmissen, weil sie denen zu alt waren. Ich kenne den Chef auch, jetzt gehe ich da nie wieder hin, das ist in der Playa Larga, da gehe ich nicht mehr hin. Der hat sie alle rausgeschmissen, meine ganzen Freunde, die ich ja jahrelang kenne. Und er sagt, ganz klar, ihr seid mir zu alt für die Touristen, die hier kommen, und hat jetzt ganz neue Leute eingestellt. Das heißt, jetzt, das war jetzt schon vor 2 Jahren. Ja? Das ist nun mal heute so. Heute ist alles so optisch. Anstatt, weißt du, anstatt so einen alten Mann, so ein alter Mann mit Charisma, Charakter, mit, ja, der was ausstrahlt, ja, finde ich, den könntest du am besten in so einer Rezeption, ein Hotel hinstellen, ja, so einen Schwarzen von mir aus sogar, ja. Dass ihr nicht denkt, ich bin Rassist, das war immer meine Meinung, das habe ich schon immer gesagt, den da hinstellen, gut angezogen, ja, der was darstellt, ja, als wie so ein junger Kerl, ja, das ist nun mal heute leider so. Und dass diese Menschen, ja, von nicht auf die Straße müssen, eine Wohnung haben können, ja, ist doch dieses Sozialsystem gut, ja. Und warum erzählst du mir das eigentlich? Wenn doch die Hälfte deiner Landsmänner leben vom Amt. Mehr sogar. Ja? Türken sind es 42%. Okay, das habe ich jetzt, die Statistik war, glaube ich, vor 1,5 Jahren, wo ich geguckt habe. Danach habe ich nicht mehr geguckt. Weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Ich nehme an, ungefähr noch gleich so. Ja, bei den Syrern ist es 90%. Bei den Nigerianern, guck dir die Statistiken selber an. Ja? Und bei den Moslems über 50% sind arbeitslos und leben vom Amt. Ja? Siehst du mal, alles, was du sagst, wird wieder gegen dich verwendet. Weil du bist ein Moslem, weißt du? Du bist ein Moslem. Ja? Und das ist, was der Islam mit dir macht. Ja? Du sagst zu mir, ich habe keine Ahnung, ich bin ungebildet, ich habe Widersprüche. Nein, du bist der Moslem, nicht ich, okay? Du verwechselst hier was, mein lieber Freund. So, gut. Ja, ganz kurzes Video nur. Ich werde dich ein bisschen ausbilden. Du hast ja geschrieben, dass ich ein Lügner bin und jeder weiß, dass ich ein Lügner bin. Also kritisch, das würde heißen, dass du Lügen verachtest, ja? Also wenn du mich Lügner nennst, dann verachtest du Lügen. Würdest du jetzt sagen, ja, ich mag das nicht, Lügen ist scheiße, Lügner sind scheiße, stimmt? Also Lügner sind scheiße, ja? Ich rede mal für dich, weil ich warte jetzt nicht auf ein Antwortvideo, auf ein Antwortschreiben von dir, ich rede mal für dich. Also Lügen ist scheiße, wer Lügen tut, ist schlecht, nicht wahr? Die kann man nicht vertrauen. Ja, alles, was er sagt, wenn er einmal gelogen hat, dann lügt er doch eh nur. Stimmt's? So. Also den kann man nicht vertrauen. Jemand, der lügt, den kann man nicht vertrauen. Du verstehst? Also, dann wollen wir doch mal anfangen. Ich, Imam, dir beibringen jetzt, du richtige Moslem. Okay, Tuvik? Hey, Tuvik. Mohammed hat gesagt, ja, dass du deine Freunde
deine Freunde, deine Feinde und deine Familie belügen darfst. Entschuldigung, dass ich so dumm rummache. Aber vielleicht kann man, wenn man geistig behindert lacht, versteht das vielleicht ein geistig Behinderter. Vielleicht versteht das dann ein geistig Behinderter, dass er geistig behindert ist. Ja? Dein Prophet hat erlaubt, ja, zu lügen. Allah erlaubt im Koran zu lügen. Im Koran, nicht in irgendeiner Hadith oder sonst was, dass ihr dann nicht kommt und sagt, ja, Hadithen zählen nicht mehr, ja, mit eurem Scheiß. Im Koran. Allah erlaubt zu lügen, ja. Dass sie, dass solange wir, dass man, solange sie, die Muslime in unsere Länder kommt, ihr sollt eigentlich nicht in unsere Länder kommen, nur zum Erobern mit dem Sinne im Hinterkopf, mit dem Hinterkopfgedanken, uns zu erobern. Ja, zu übernehmen, einzunehmen, das ja, aber nicht unter uns zu leben, ja, uns, sich bei uns anzupassen und bei uns zu leben, das dürft ihr gar nicht, ja, ihr dürft das nur in unsere Länder kommen, arbeiten und hin und her, in dem Sinne, wenn ihr schwächer seid in der Anzahl, sollt ihr heucheln, sagt Allah, heucheln, bis ihr die Überhand ernimmt und dann sollt ihr uns, ja, und dann, wenn ihr die Überhand gewonnen habt, sollt ihr uns bekämpfen, ja. Also Allah sagt, ihr sollt heucheln, lügen, das ist Lügen, ihr sollt heucheln, ihr sollt machen, als wärt ihr unsere Kumpels und hin und her. Und wenn ihr die Überhand gewinnt, ja, sollt ihr uns angreifen. Da kommt der Mullah-Ruf, wie heißen die Dinger jetzt nochmal? Das gibt's doch nicht. Nicht die Moscheen, sondern die Standarten da, ne? Du verstehst schon. Diese Steinstandarte. So. Also, wenn du mich Lügner nennst, ja, du nennst mich Lügner und kritisierst das, jetzt hast du gerade, du musst eigentlich gar nichts sagen, ja, gar nichts. Ja, ich könnte lügen, ich könnte erzählen, ich könnte alles Mögliche erzählen. Ich könnte zum Beispiel erzählen, dass ich deine Freund, deine Frau mal, was weiß ich, ja, oder irgendjemand hat erzählt, dass er deiner Frau was irgendwas gemacht hat oder deiner Mutter oder was weiß ich was, so wie ihr Moslems das ja immer macht. Ihr Moslems macht ja immer solche Lügen, ja, und du dürfst es nicht mal sagen, so, du lügst, das stimmt überhaupt gar nicht, weil du darfst Lügner gar nicht kritisieren, weil Allah selbst, ja, Lügen erlaubt und Mohammed selbst Lügen erlaubt. Mohammed selbst hat gelogen, ja, Mohammed selbst hat gelogen. Du vertraust also einem Lügner. Ja, Schachmatiker. Schachmatiker. Also, ja, Tuvik, ja, ab jetzt Lügner lügen lassen. Also, das heißt nicht, dass ich gelogen habe. Ich habe nicht gelogen. Ich habe mit keinem Wort gelogen. Ja, ich kann dir 50 Zeugen, deswegen hast du ja auch nichts gesagt. Weil du, zu den meisten hast du überhaupt nichts gesagt, weil du genau weißt, ich kann 50 Zeugen sofort holen und die bestätigen, ja, was ich sage. Bis auf die Sachen, die du mir persönlich selbst gesagt hast. Ja. Aber ich hörte, das hast du auch zu anderen gesagt. Ja. Komm, lass alle Kriminellen verraten, dann übernehmen wir hier das Geschäft. Junge, Junge, warte, was auf dich zukommt. Wenn die Leute das erfahren, warte, was auf dich zukommt. Hm? Es gibt Leute, die immer einen Grund suchen, jemanden die Fresse kaputt zu hauen. Ja? Die Hass haben, zornig sind zu Hause und dann, was, Tufik? Oh, endlich kann man wieder, ich kann meinen Frust rauslassen. Oh, ich habe den ganzen Tag nur Wut und diese Tufik, wer ist eigentlich Tufik? Komm, ich klatsche ihn einfach mal so weg. Ich gebe dir mal einfach mal so ein Stück Stahl in den Kopf. Ja? Diesen möchte ich gern groß machen. Das geht ganz schnell, mein Freund. Muss aufpassen. Ja. So. Ich selbst mache das nur hier in dem Video. Ich werde niemanden anrufen, das direkt sagen. Ja? Wenn jemand das im Video sieht und die Leute das erfahren, dann wirst du sehen, was los ist. Du weißt, was auf Verrat steht. Du weißt, was auf solche Sachen stehen in Frankfurt. Hm? Du weißt, was darauf steht, mein Freund. Ja? Die Tage vergehen. Die Tage vergehen. Das sind nicht mehr viele Tage. Entschuldige dich, mein lieber Tufik. Entschuldige dich. Ja? Und an euch Christen und die anderen, guckt diese Videos einfach nicht an, die es um mich und ihn geht, ja. Ihr müsst verstehen, das ist bei uns sehr wichtig. Ich habe zwei Brüder da und ich sage selber immer, ich habe diese Ehre und diesen ganzen Scheiß, das ist weltlich und hin und her. Aber ich habe zwei Brüder da, ja, und das ist bei uns halt eben, leider ist das leider so, da wo wir herkommen, wenn du dir das gefallen lässt, ja, wenn du dir das gefallen lässt, dann macht das der Nächste und der Nächste und der Nächste,
Ja, und ich kann mir das nicht gefallen lassen. Das müsst ihr verstehen. Das ist nicht, weil ich da weltlich bin oder sonst was, wenn ich jetzt keine Brüder, ich habe Familie in Deutschland. Ich habe sehr viel Familie in Deutschland. In ganz Deutschland habe ich viele Familie. Wenn ich mir das gefallen lasse, werden sie auch so mit meiner Familie sprechen. Das ist eher, das, ich mach das gar nicht wegen mir. Wegen mir ist das so scheißegal. Mein Bruder hat selber gesagt, mein Bruder erzählt selber rum zu den Leuten in Deutschland. Mein Bruder hat sich voll verändert, den kannst du sogar beleidigen, der wird gar nichts machen. Ja, der ist voll anders geworden wie früher und blablabla, mit dem kannst du ganz normal reden und blablabla und blablabla. Weil früher war das so, du hast mich beleidigt, da habe ich nicht geredet. Ja? Aber ich sag mal, wie jeder normale Mensch. Ja? Da kommt einer und beleidigt dich ohne Grund, einfach so, da gibt es direkt einen auf die 12. Ja, so war ich früher drauf und jetzt sagt mein Bruder, und wahrscheinlich nutzt er das gerade aus. Wahrscheinlich nutzt er das gerade aus, dass mein Bruder noch rumrennt, mein Bruder ist voller Liebe geworden und blablabla. Und ich habe meinen Bruder dort, der kann sich nicht mal wehren, der hat zwei Bandscheibenvorfälle. Und die Leute müssen wissen, dass ich ihn beschütze. Ja? Dass die wissen ganz genau, wenn ihm was passiert, komme ich nach Deutschland. Das sind eine Stunde Flug, Leute, ja. Und bin da. Das versteht ihr, Christen, das ist wichtig. Wir müssen unsere Familien und unsere Familie müssen wir beschützen. Ja? Das müsst ihr auch mal verstehen. Ja? Guckt einfach diese Videos nicht an. Ich verstehe euch, ihr habt vollkommen recht, wir sollen in der Welt nicht leben. Aber wir können aber auch nicht sagen, was passiert, passiert. Nein, was passiert, passiert, nein. Ja? Ich kann jetzt hier einfach auf Schmuck machen und ihr wisst gar nicht, ihr wisst nicht, was los ist da, wo mein Bruder wohnt. Ihr wisst nicht, was los ist, wie dort Deutsche, Spanier und andere von diesen Leuten jetzt gerade behandelt werden. Und ich mache das hier nur aus Schutz. Wegen mir selbst ist das scheißegal. Der kann mich alles Mögliche beleidigen, egal was. Ja? Wäre mir absolut scheißegal. Ich würde nur lachen. Ja? Als ich die Sprachmail von ihm bekommen habe, das Einzige, was ich gemacht habe, war ein Lachsmiley. Ja? Ich habe mich nur kaputt gelacht. Ja, aber ihr müsst verstehen. Ja? Ich habe kleine Cousinen. Kleine, ja, also kleine Großcousinen, kleine, also ich habe Cousinen, Cousins dort und die Kinder von denen sind meine Großcousinen, das sind Kinder dort, ja. Die Menschen müssen ganz genau wissen, wer denen was tut, wer meiner Familie was tut, ist dran, der ist dran, aber ich rede hier von richtig dran. Und nur so funktioniert das, nur deswegen, ja, ist meine Familie, ja, passiert niemand von meiner Familie ist jemals was passiert, genau deswegen. Genau darum, ja? Darum, weil die genau wissen, dann ist deren komplette Familie dran. Zu mir ist mal einer gekommen, das war er, und habe ihm ganz klar gesagt, das waren 15, 15 Maroks. 15, ja? Türken und Maroks waren es gewesen. Da kam mir einer dumm, ich habe immer direkt gesagt, hier, wenn du, ja, hab kein großes Maul, ich nehme dich und deine ganze Familie auseinander und alle gleich auf mich und, ich so, hier, was, bla bla bla. Direkt, ja? Und die hat mir komplett auf die Fresse hauen können. Und ich denke, an dem Tag hat mich Gott beschützt, weil ich da, ich gebe zu, nicht so hätte reden dürfen. Ja, ich nehme dich und deine ganze Familie auseinander. Aber das ist genau, was ich tun werde. Fass meinen Bruder an. Fass meine Cousine an. Fass meine Cousine an. Fass, die können sich alle selber wehren. Ja? Ich habe, meine Cousins, von denen ich da rede, die sind alle älter. Also ich bin noch der Jüngste. Ja? Ich bin noch der Jüngste, bis auf eine, die ist jünger als ich dort. Ja? Die können sich alle selber wehren, aber die sollen ganz genau wissen, so wie die mich früher beschützt haben, als ich ein kleines Kind war, kriegen die heute meinen Schutz. Ihr müsst das mal verstehen, Christen. Ja? Das ist, warum die hier gerade über uns rennen, uns vergewaltigen, machen, was die wollen. Weil die genau wissen, glaubt ihr, die vergewaltigen gegen ein Mädchen und wissen nicht, wer dahinter steht. Die wissen ganz genau, das Mädchen hat eh niemanden. Ja? Hat nicht mal einen Bruder, ist ein Einzelkind, hat nicht mal Cousinen, das kann man vergewaltigen und umbringen. Was soll ich befürchten? Da kommt keine Familie und tut mir nichts. Bei mir, wenn du meine Cousine vergewaltigst, ja, bist nicht nur du dran, sondern deine ganze Familie wird dran sein. So, nur so funktioniert das Terror mit Terror bekämpfen. Du fasst meine Cousine an und ich fasse deine ganze Familie an, Alter. Meine Familie kommt und wird deine ganze Familie zerstören. So funktioniert das. Und so müsst ihr das mal auch langsam machen, ihr Deutschen. Ihr seid 60 Millionen. Werdet mal endlich eine fucking Familie. Habt ihr das verstanden? Werdet mal endlich eine Familie. Ihr traut euch nicht, ja, zum eigenen Nachbarn zu gehen. Ja, ihr wisst noch nicht mal, wer der eigene Nachbar ist. Werdet mal endlich wieder eine Familie. Ich weiß, es ist düster und trist das ganze Jahr über in Deutschland und das geht auf das Gemüt. Ich verstehe das.
Ja? Aber werdet endlich mal eine Familie. Ja? Da kommt eine Großfamilie mit 15 Mann und 15 Mann machen, was die wollen. 15 Mann machen, was die wollen in einem Land von 60 Millionen Volk. 60 Millionen Deutsche, ja, sind nicht in der Lage, 15 Leute, eine Großfamilie aus Mongoloidia, ja, denen mal hinzugehen, ja, mit 500 Mann oder 1000 Mann und zu sagen, hier, macht von mir aus euer Ding, macht was ihr wollt, dafür ist die Justiz, die Polizei da. Aber fasst einen unseren Deutschen an. Ohne Grund, ohne nichts. Ja, einfach so berauben, vergewaltigen und ihr seid alle am Arsch. Ihr und eure ganze Familie. Nur so funktioniert das. Ja? Nur so funktioniert das. Sehen wir doch, ja? Sehen wir doch bei den Großkriminellen. Der eine fasst einen von der Großkriminellen an, dann greifen die anderen an. Ja, so funktioniert das doch bei denen. Terror mit Terror bekämpfen, Terror mit Terror. So funktioniert das doch bei denen. Aber wir, oh, wir sind Christen, wir dürfen nicht und bla bla bla. Leute, Vergewaltiger, ich rede hier von Extremfällen, ja? Vergewaltiger, Mörder, Großkriminelle, ja? Die dürfen wir bestrafen, die dürfen wir bestrafen, die können wir von mir aus nehmen. Glaubt mir, die können wir von mir aus nehmen und steinigen, das juckt kein Mensch. Das juckt kein Mensch. Hat Gott Moses was gesagt, weil er den einen Typ umgebracht hat, nur weil er den seinem nächsten Oschelle gegeben hat, hat Gott nur ein Wort verloren. Rafft ihr das nicht, Mann? Sag mal, rafft ihr Christen das nicht, alle? Sag mal, auf was für ein LSD-Trip seid ihr eigentlich? Ein Vergewaltiger, der von Richter freigesprochen wird. Da müssen 10 Millionen Deutsche kommen und den jagen. Ja? Was soll denn die Justiz machen? Was soll die Justiz machen? Was? Was will die machen mit 10, wollen die 10 Millionen Deutsche einsperren? Jagen und den steinigen 10 Millionen auf einmal. Ja? Warten, bis du den ersten Stein schmeißt. Warten, bis genug Menschen da sind, dass ihr alle beteiligt wart. Ja, ich mach auch mit. Ich will hier zu nichts aufhetzen. Ich mach mit. Wartet auf mich, wartet, ich komme. Ich mach mit. Wartet bitte. Haltet ihn fest. Wartet bitte, bis ich da bin. Ich schmeiß den ersten Stein. Ich schmeiß den ersten Stein. Ja? Denn ich hab. Ja, denn ich tue hier niemanden einen Stein schmeißen, der seine Frau oder seinen Mann betrogen hat. Ich tue hier den ersten einen Stein schmeißen, ja, der ein kleines Kind ermordet und vergewaltigt hat. Sogar nachdem es tot war, noch 3 Stunden vergewaltigt hat. Nachdem es tot war, noch 3 Stunden. Tschaka, 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 tschaka. Sowas lassen wir am Leben, ihr LSD-Christen. Ja? Ihr denkt, ihr abonniert diese Leute, die hier auf heilig machen und Tipapu und Popopu. Ja, ihr wollt ja auch so, oh. Mein lieber Mann, ja. Leute, stellt euch mal vor, wir würden diese ganzen Leute abschieben, die Scharia, ja. So, passt mal auf, ich mache euch, wie gesagt, immer ganz easy. Diese ganzen Menschen, die vergewaltigt haben, ja, und umgebracht haben, die lassen wir in Deutschland, die schieben wir nicht ab. Weißt du warum? Weil wenn wir die da abschieben, kriegen die noch nicht mal eine Strafe. Ihr rafft's noch nicht mal. Ja, ihr rafft's noch nicht mal. Die, die woanders schon sind und dann zurückholen, nein. Aber die, die da sind, nicht abschieben. Extra Gebäude bauen und auf lebenslang behalten, hier behalten. Und in den Gebäuden halt aber lebenslang mit Hochsicherheitsmaßnahmen. Denn in ihren Ländern sind sie wieder frei. Ja, ich kenne selbst einen, der hat ein Mädchen vergewaltigt. Der hat ein Mädchen vergewaltigt, das ich selbst kenne. Ja, ich kenne sie selbst aus Mainz. Ja, ich kenne sie selbst. Und den Typ kenne ich selbst. Den kenne ich selbst, der hat sie vergewaltigt. Ja, und lebt jetzt in Marokko und hat Kinder und hin und her. Versteht ihr? Der ist nach Marokko abgehauen. Ja, hat das Mädchen im Feld vergewaltigt. Ja, hat sie im Feld vergewaltigt, ist abgehauen. Wir haben den gesucht, Leute. Wir haben den jahrelang gesucht. Der ist abgehauen, der hat irgendwo woanders in Deutschland gelebt. Und dann ist er abgehauen nach Marokko. Weil er wusste, wenn wir ihn erwischen, ist er dann dran. Aber richtig dran. Versteht ihr, was ich meine? Und er wusste das, deswegen ist er abgehauen. Der wusste, dass wir ihn fertig machen. Ja? Ein anderer Freund von mir, der wurde von seinem eigenen, ein Freund von mir, sein kleiner Bruder, wo er auch mein Freund ist, ja? Der wurde von seinem eigenen Onkel vergewaltigt. Ja, ich war 16 Jahre alt und stand 2 Wochen mit einem Messer, mit einem Rambo-Messer, ja, und habe ihn gejagt. 2 Wochen lang. Mit 16 Jahren. Dass ihr mal versteht, dass ihr nicht denkt, ich mache hier einen großen Maul. Ich habe das alles durchgemacht. Ich will ja nicht zu etwas aufhetzen, ja.
Und glaubt ihr, ich habe Angst gehabt, dass Gott mich in die Hölle schickt, dass ich zum verfluchten Bastard, ja, die Haut abziehen werde? Ich war 16. Und dann hat der eigene Vater gesagt von dem Kind, das vergewaltigt worden ist. Ja, wenn das nochmal passiert, dann gibt es eine Anzeige. Aber ich sage, was? Ich sage, der Vater will nichts machen. Dann soll ich ins Gefängnis gehen, obwohl der eigene Vater nichts macht und die eigenen Brüder nichts tun? Ich habe gesagt, nein, und habe es eingestellt. Ja? Ich habe den 2 Wochen gejagt mit dem Messer, dann ist er in der evangelische Kirche ab reingerannt und ich so, stopp, und wieso? Ja, okay, stopp hier. Ja? Und bin nicht reingegangen. Ich habe gesagt, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, mit dem Messer vor der evangelischen Kirche. Ja? Vor einem Gotteshaus. Ich glaube, ich habe da einen Moment gedacht, nur ein einziges Moment gedacht, Gott wird mir jetzt einen Blitz auf den Kopf schießen, weil ich so einen verdammten, ja, Vergewaltiger, seinen eigenen Neffen vergewaltigt hat, ja, die Haut abziehen wollte beim lebendigen Leib. Was hätte Moses mit ihm gemacht? Was hätte Moses mit ihm gemacht? Er hätte ihn getötet, sofort getötet, wenn er ihn erwischt hätte. Muslime dürfen alles tun, Muslime dürfen alles tun. Wir sollen uns daran gewöhnen, dass die, das ist halt deren Kultur, wir müssen jetzt daran gewöhnen, dass sie so sind. Ja, Leute, wir Christen haben den echten Gott. Und wir Christen sind die Einzigen, die strafen dürfen. Ja, wir sollen nicht richten. Es gibt nur ein Gericht, Leute. Es gibt nur ein Gericht. Es gibt kein Gericht, dass ihr irgendwann mal, ihr werdet an den Planet geschickt oder was ich schon mal gesagt habe oder ja, eure weltlichen Sachen. Es gibt nur ein Gericht, Himmel oder Hölle. Nur dieses Gericht gibt es, das dürfen wir nicht richten. Nur, es gibt nur das Gericht, sonst gibt es kein anderes Gericht. Ist Jesus jemals runtergekommen? Jesus runtergekommen ist, hat er jemals irgendjemanden gerichtet, wegen was er gemacht hat? Nein, er ist gekommen, um ihn zu vergeben. Ja? Wegen den Sünden ist er gekommen. Ja? Aber seid ihr die Sünder, wenn ihr die Sünder bestraft? Seid ihr die Sünder, wenn ihr die Sünder bestraft? War Moses Sünder, weil er den Sünder bestraft hat? Christen, ihr müsst mal endlich mal aufwachen. Ja? Euer LSD-Trip ist, was uns kaputt macht, was uns zerstört. Nochmal, Abraham musste kämpfen. Ja? Nur hat die ganze Welt verrecken lassen. Ja? Moses musste kämpfen. Ja? David musste kämpfen. Ja? Salomon, alle mussten kämpfen und ihr macht hier auf dem LSD. Ja, wenn die nicht gekämpft hätten, wäre das Judentum schon untergegangen und wir Christen wären niemals entstanden. Hallo, wacht doch mal auf, Mann. Ich will jetzt zu nichts aufrufen, ich habe keinen Hass. Ja? Ich habe eine Liebe, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Weil hättet ihr diese Liebe, die ich habe, würdet ihr kämpfen für eure Nächsten. Ihr würdet für den letzten Markus, würdet ihr kämpfen, dass er noch das Anrecht hat, in den Himmel zu kommen. Nein, ihr wollt die Endzeit jetzt und hoch erhoben werden und nicht an diesen Markus denken. Ja? Ihr denkt gar nicht so weit. Eure Liebe ist gar nicht so weit wie meine. Wenn ihr meine Liebe hättet, glaubt mir, Leute, wenn ihr meine Liebe hättet, ich sag's euch, würdet ihr kämpfen, dass noch in 1000 Jahren noch ein Markus, ja, die Chance hat, in den Himmelreich zu kommen. Wie viel Liebe habt ihr? Ihr denkt, ich habe Hass? Oh mein Gott, meine Liebe ist so groß. Ja? Ich kämpfe für einen Menschen, der erst in 1000 Jahren vielleicht geboren wird. Oder in 500 oder in 300 Jahren. Für den kämpfe ich und hoffentlich wird er irgendwann mal mein Video sehen. Und sagen, ja? Denn so wie die Kreuzzüge damals waren, die Polen, die den Ost, die den Ju, die Polen, die kämpfen mussten, die töten mussten, ja? Gegen das Osmanische Reich. Wegen ihnen. Heute, ich heule, ja, ich heule innerlich. Und denke mir, und versuche mir Gesichter vorzustellen, Menschen vorzustellen, wie die für mich gekämpft haben, dass ich heute Christ bin. Hätten sie das nicht getan, wäre ich heute kein Christ. Ich wäre heute ein Mongole, ja, wenn ich Glück hätte. Ja? Oder müsste nach 16 Stunden Sklavenarbeit jeden Tag, ja, noch nachts die Rosette lutschen von irgend so einem Kameltreiber. Wollt ihr das? Versteht ihr? So, Tufik. Also, ich mache weiter, ja.
Ist mir scheißegal, ich mache weiter, bis du selbst irgendwann mal den Islam hast, bis du irgendwann mal selbst aufwachst und sagst, was bin ich eigentlich für ein Spasti? Ich bin ja voll der Spast. Ja? Alles, was ich sage, wird gegen mich zurückverwendet. Sag mal, ich kann meinen Kult überhaupt gar nicht verteidigen. Ich kann gar nicht verteidigen. Egal, was ich sage, wird auf mich zurückgeschmissen. Und du wirst sehen, mach bitte weiter, du wirst sehen. Ich freue mich jetzt schon, ja, wie ich dich auseinandernehme. Ich werde dich so auseinandernehmen, du wirst den Islam selbst hassen. Du wirst den Islam selbst hassen und merken, was für ein Vollidiot du bist. Oder du bist so voller Hass, dass es dir komplett scheißegal ist. Weil der Islam dir genau das bietet, was dein geistlicher Hass, ja, durchleben will. Ja. Ausleben will. Jesus sagt ganz klar, und Satan wurde zu Gott dieser Welt. Warum? Nicht, weil er Gott dieser Welt ist, sondern weil die Menschen ihn als Gott gewählt haben, heißt das. Ja? Und der Weg ist breit und der Weg ist schmal. Das heißt, dass wir den breiten Weg haben, die Menschen sich für Satan entschlossen haben, dass die Welt böse ist. Ja? Den können wir mit Jesus kommen, den können wir mit sonst was kommen. Ja? Ich kann dir sogar zeigen, dass der Islam, ja, dass der Islam total fake ist, total falsch ist. Ja? Mohammed gelogen hat, der Mohammed von der Kopie, von der Bibel kopiert hat, von anderen Glauben kopiert hat, von den Indern, von den Persern, ja, von was weiß ich, wenn alles in seinen Glauben reingemacht hat, umgeändert hat, ja, umgedreht hat, die Sachen ein bisschen umgedreht hat, dass er der Lügner ist. Ja? Jetzt hast du mich als Lügner dargestellt, findest das doch scheiße? Dann heißt das, ja, du hast gerade Mohammed beleidigt. Du findest, dass Mohammed scheiße ist, weil er lügt. Ja? Ich bin scheiße, weil ich lüge, dann ist Mohammed auch scheiße, weil er lügt, hat ja auch gelogen. Ja? Du hast deinen eigenen Islam beleidigt gerade. Hm? Du wirst deinen eigenen Islam selbst hassen. Du wirst deinen eigenen Islam selbst hassen. Wer hat mir diese Fresse gemacht? So, kannst du dich erinnern, wer diese Fresse mir gemacht hat? Ja? Du wirst den Islam selbst hassen. Ja? Mach weiter. Mach bitte weiter. Ja? Und an euch Christen, versteht das bitte. Ja? Ich muss meine Familie schützen, die Leute schützen, die dort in Deutschland noch leben. Denn wenn ich mir das gefallen lasse, denken die können auch an meine Familie dran. Die denken so, diese Menschen. Die denken so, das ist ein Schmuck. Das ist die ganze Familie Schmucker. Das ist ja das Problem, warum die Deutschen in Deutschland so abgehen. Der eine Deutsche ist ein Schmucker. Ja, alle der Deutschen sind ein Schmucker. Versteht ihr das? Hört mal auf, Schmucks zu sein. Ja? Ihr 60 Millionen Schmucks. Tut mir leid. Ja? Wake up, hart, wake up. Ja? Ihr wisst genau, ich will euch nicht beleidigen. Ich will euch endlich diesen Funken, ja, ihr Germanen. Wacht mal wieder. Wacht mal wieder auf, Alter. Wacht mal wieder auf. Ihr habt 10 zu 1, ja? Ihr 1 und 10 Römer habt ihr gewonnen. Und jetzt kommen da Mongoloiden, Steinewerfer. Kamelscheißefresser kommen, ja? Und vor denen habt ihr Angst und ihr habt die Römer platt gemacht? 1 zu 10? Ja? Ich will so nichts aufrufen, ich bin der Erste, ruft mich an, ich komme. Ich will nicht so aufrufen hier, der Feier. Ruf mich an, ich komme, ich führe euch an, ich werde mich blond und führe euch an, Alter. Auf was wartet ihr, Mann? Ja? So. Was glaubt ihr, Moses hat, den Typ getötet und so? Glaubt ihr so? Oder glaubt ihr, der hat auch einen Ausraster gehabt in dem Moment? Hm? Glaubt ihr, die Leute damals bei Abraham, die haben auch, sind so rumgelaufen? Nein, die haben auch so einen Geist wie ich gehabt. Ja, ungefähr. Ja? Keine falsche Liebe. Bereit sein zu hassen, sagt Gott. Hab keine falsche Liebe, seid bereit zu hassen. Was? Die größte Sünde. Ja? Die größte Sünde. Nicht jemand, der mal gestohlen hat. Nochmal. Ich rede hier nicht von jemand, der mal gestohlen hat, selbst einmal getötet hat. Sogar den kann man vergeben. Seht ihr? Ja? Sag ich selber. Ich rede von den Hobbyvergewaltigern, Hobbymördern, Hobbykriminellen. Ja? Dass denen ihren Lifestyle ist. Die müssen weg. Weg. Ja? Ihr wollt, dass die Richter richten. Ja? Ihr verbietet es ihnen doch. Ihr erzählt da überall rum. Richtet nicht, richtet nicht, richtet nicht. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was ihr damit anstellt, Mann. So, gut, ihr Lieben. So, Tofik, komm mir nicht blöd. Ich bin ja im Garten ein bisschen mit Arbeit. Komm mir nicht von wegen, guck mal, wie du aussiehst und bla bla bla. Mir ist es egal, wie ich aussehe. Ich habe, ja, Zähnebleichmittel, ja, für 100 € da im Haus und benutze es nicht. Ja,
Weißt du, weil der eine mir geschrieben hat, viele achten auf das Oberflächliche. Und ich habe mir das gekauft und benutze es noch nicht mal. Es ist mir scheißegal, wie ich aussehe. Es juckt mich nicht mehr, wie ich aussehe. Damals, die Menschen haben zu mir gesagt, mir war es noch nicht mal bewusst. Angelo, du bist voll der gut aussehende Mann. Da meine eigene Tante kam nach Deutschland besuchen. Ich kam aus der Dusche raus. Die guckt, die hat mich ja lange nicht mehr gesehen. Die sagt zu meiner Mutter, da hat meine Mutter noch gelebt. Sagt, mein Gott, ist das ein hübscher Mann. Ja? Die Frauen hier, ich bin nach Spanien gekommen, jetzt nicht mehr, ich bin älter geworden, ja, das stimmt, ja. Die Frauen hier vor ihren Männern haben gesagt, ja, wo ich habe gearbeitet hier bei, wo der Iniesta geheiratet hat von Barcelona, ja, in Tamarit. Und die Frauen haben gesagt, vor ihren Männern haben die gesagt, wo hast du diesen Mann gefunden, wo hast du den her? Ja. Und es war mir nie bewusst, wie gut ich damals aussah, weil mich das nicht mal gejuckt hat. Mich hat es nicht mal gejuckt. Die Frauen haben auf mich gestanden und heute noch rufen mich die Frauen, wenn ich in eine Gaststätte gehe, gehen in die Toilette und rufen mich so, laufen an mir vorbei und geben mir ihre Nummern. Du hast überhaupt keine Ahnung, Tufik, Alter, ja? Was ich für ein Leben habe, geführt habe und was ich für ein Leben habe. Heute nutze ich das natürlich nicht mehr aus, weil ich eine große Strafe von Gott bekommen habe, weil ich so ein Leben hatte. Ja, ich, die Nummern, ich kann, soll ich die Nummern mal holen? Soll ich jemanden holen? Die Stapel ist da bei mir zu Hause. Ruf aber keiner an, die hat so einen Stapel Nummern. Ja, also Papier, wo die, wenn ich sie, ja. Du hast keine Ahnung, ich hock mich irgendwo hin, ja, mit einem Freund, verstehst du? Ich will das nicht cool, ich will dir nur erzählen, ja. Ich will dir nur erzählen, ja, dass du mal dein dummes Maul hältst. Ja, der Mann geht in, ich habe die gerade, die hocken neben uns, kommen da essen, ja, und dann, ja, können wir euch zu euch setzen, sagt die Frau, stimmt, was geht denn ab, die hat doch einen Mann, die ist doch verheiratet, hier guckst du auf die Hand, verheiratet, der Mann geht auf die Toilette, und dann sagt, hey, du bist voll der hübsche Mann, Alter, gib mal schnell deine Nummer, ich so, was, bist du verheiratet, ja, ist doch egal, ja, du hast keine Ahnung, du denkst du, das ist ein Einzelfall, ja, weißt, das passiert mir jeden Tag, wenn ich nur von hier rausgehe, ja. Das sehe ich ja nicht aus wie jetzt. Ja. Tufik, hör auf, Mann. Hör auf, ich bin 42. Ja. Mir schreiben hier die Frauen, den ganzen Tag schreiben mir Frauen. Den ganzen Tag, ich rufe nicht mal zurück. Ich tue nicht mal in Facebook und ich will nicht mal zurückschreiben. Ich lebe dieses Leben nicht mehr. Ja. Ich könnte den ganzen Tag nur ficken. Tue ich aber nicht. Und vielleicht ist das, auf was du neidisch bist. Vielleicht geht dir das am Arsch, dass du nicht dieses Leben führen kannst, was du glaubst, dass ich führe. Ja? Diese Freiheit, ich bin komplett frei. Ja? Und habt ihr auch damals gesagt, ja, ich bin nicht so, ich bin wahrscheinlich nicht der Mensch dafür, fürs Heiraten. Ja? Dann lass doch einfach jeden das tun, was er macht. Ich würde sehr gerne jetzt eine Frau haben, meine Kinder haben. Ja? Ich habe ja schon 2 Kinder. Ja? So ist es ja nicht. Und war auch schon mal kurz davor, wir waren ja schon im Standesamt und kurz davor zu heiraten. Ja? Das, aber Ramses, der Reiso! Aber ist halt nicht, ist gut, ja. Jeder hat doch sein Leben, was ist denn los? Ja, so, der eine ist immer neidisch auf den anderen. Die Leute, die neidisch sind, auf die heiraten. Guck mal, ich zum Beispiel hätte sagen können, oh, guck mal, du bist jetzt verheiratet, kannst nicht mehr rumbumsen, kannst nicht mehr dies machen, kannst nicht mehr feiern gehen, kannst nicht mehr das und jenes, ja. Das ist nur Neid. Habe ich dir irgendwann mal was gesagt? Ich war glücklich, ich war froh für die Leute, die heiraten. Ja, das ist gut für die Menschen, wenn sie heiraten, ja. Die Menschen, die immer sagen, guck mal, du bist jetzt verheiratet, kannst gar nichts mehr tun, das ist Neid, ja, oder Böses. Und die Menschen, die neidisch sind auf die, die eben noch nicht verheiratet sind, das ist, ja, du denkst, ich bin blöd, Mann. Du denkst, du kannst mich diskriminieren oder sonst was. Nein, ich weiß genau, wer du bist, ja. Genauso ist es auch umgekehrt. Menschen, die verheiratet sind und Menschen, die solo sind, ja, warum bist du nicht verheiratet und bla bla bla. Ist es, weil ihnen auf den Sack geht, dass sie sehen, guck mal, der kann machen, was er will und ich habe meine Frau und bla 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 bla. Und ich war eh nie, mich, ja, mir haben die Frauen immer gesagt, du kannst, du bist wie ein wildes Pferd. Niemand kann dich zähmen, ja. Du bist ein wildes Pferd, aber niemand kann dich zähmen. Das haben so oft die Frauen gesagt. Und wenn eine Frau mir sagt, so, wo gehst du hin, wo gehst du? Was? Schweig, Weib. Was? Du bist meine Frau, du bist mit mir zusammen, glaubst du, ich betrüge dich? Halt deine Backen, ja? So in dem Sinne, ja? Kannst du es wagen zu glauben, ja? Ich bin total der treue Mann. Wenn ich eine Freundin habe, ich bin eine Freundin, ja? Ja? Auch wenn ich, ja? Ich gehe nur zu einer Bäckerladen, frag doch mal die Jungs von früher.
Die haben sich immer kaputt gelacht. Ich habe das nur aus Scherz gemacht. Weggeladen, hier, gib mal ein Brötchen. Brötchen und schreib deine Nummer drauf. Schreib deine Nummer auf den, auf die Quittung. Okay. Ja? Die Leute haben schon mal kaputt gelacht, wie das bei mir damals abging. Ja? Ich verstehst du und du kommst mir hier blöd, Junge, Alter. Und das ist, was ich meine. Du bist neidisch. Du weißt genau, dass ich wie Don Juan de Marco gelebt habe. Ja? Wie Casanova habe ich gelebt. Selbst die würden eifersüchtig sein. Ich weiß jetzt, manche denken, der übertreibt. Ja, aber ihr habt keine Ahnung, Leute. Ja? Und dafür habe ich auch die Strafe dann von Gott bekommen. Bin auch dankbar. Ja? Jetzt geht es mir wieder besser, bin wieder geheilt. Habe 6 Jahre nicht geschlafen, hatte schlimme Depressionen, weil ich an eine Dämonfrau gekommen bin, habe meine Strafe bekommen. Und ich danke dir, Gott, dafür. Ja? Und heute habe ich nicht mehr, lebe ich das nicht mehr. Ja? Aber du weißt genau, ich könnte dieses Leben wieder leben. Und ich habe dieses Leben gelebt. Und du bist neidisch darauf. Du bist neidisch. Du bist neidisch, dass Don Juan Number One, ja? Du weißt genau, ich bin rumgelaufen. Die Kinder, ey, Don Juan, wisst ihr, dass ihr das mal versteht? Ich bin rumgelaufen. Die kleinen Kinder kamen, ey, ich bin wie ein VIP. Ich sind seitlich am, ey, Number One, komm, Number One, hey, Number One, dies und das. Zu mir kamen sogar kleine Mädchen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Hey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wir haben Fußball gespielt, ja. Kleine Mädchen kamen und haben die schlimmsten Sachen erzählt. Ich schwör's euch, Alter, schlimmsten Sachen, ja, die dachten so, das ist einfach nur krass, ja, was halt so passiert, wenn du so ein VIP bist, ja, ich schwör's euch, Leute, Alter, ja, und du bist neidisch darauf, weil du Pädophile, ja, du Pädo, wie du dein, ich hatte auch mal ein junges Mädchen, die war, ich will kein Heuchler sein, ich hatte auch mal eine Freundin gehabt, die war so wunderschön, die war so herzlich, so alles gewesen. Die konnte kochen, die hat gebügelt, die hat alles gemacht. Das war eine Frau. Sie war auch schon viel jünger als ich. Hatte ich einmal in meinem Leben. Aber ich hatte auch Frauen, die 11 Jahre älter als ich waren. Ja? Okay? Das kann mal passieren. Aber was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Ja? Du Pedo wie dein Pedo-Vorbild. Ja? Hast eine 16-Jährige in den Popo gefickt. Hast eine 16-Jährige gezwungen, im Gerichtssaal Falschaussage gegen mich zu machen. Wer weiß, was du noch alles getan hast, du Pedo. Ja? Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, aber einmal kann das ja mal passieren, dass man sich in